Guten Tag, die Dame. Der Herr, sagen wir doch einfach Digidode. Also, ich muss mich jetzt so hinsetzen, denn ich habe Rückenkrämpfe des Todes durch das Durchspielen von Advanced Warfare auf dem Kackstuhl. Ich habe jetzt 2 Tage durchgezeckt auf diesem Kackstuhl. Und jetzt habe ich tierische Rückenkrämpfe und kann mich nicht mal mehr anlehnen, weil da kriege ich Krämpfe, da falle ich bald vom Stuhl. Ganz extrem. Aber bevor ich an mein nächstes Projekt gehe, was keine Sorge interessiert, ich wollte mir nämlich eine gebrauchte PlayStation 4 besorgen und da dementsprechend ein Jailbreak drauf machen und unter anderem das Dev-Bild von Mirror's Edge Catalyst, also Pamplona, draufziehen. Da stehe ich gerade in Kontakt mit jemandem, der halt eine hat mit einem defekten Laufwerk, die günstig abgeben möchte. Und das ist nicht der Hauptpunkt, sondern das mit dem Laufwerk kann ich reparieren, das kriege ich problemlos hin. Und die halt günstig veräußern möchte, weil Laufwerk defekt oder liest nicht richtig. Kann auch sein, dass der Laser einfach nur verdreckt ist oder sonst was. Da günstig dran kommen kann und dementsprechend ich die dann umbauen kann. Ach, dann werden wir daran dauern, den Raum. Und ist halt das, was ich vorhabe. Und das habe ich demnächst vor. Ja? Ja. Und wir nehmen uns jetzt noch das zweite Spiel vor, was ich noch durchgehen wollte. Ich hoffe mal, mein Rücken macht das mit, sonst ist hier ganz ässig. Und na, ich habe jetzt allerdings das Spiel natürlich noch nicht eingestellt, beziehungsweise diese scheiß Kalibrierungseinstellung vorgenommen. So, passt, dass wir die Kampagne dann einmal durchgehen würden. Und ja, also ich bin ein bisschen gespannt. Also ich kenne die Handlung noch. Das ist aber auch ewig her. Ich habe es damals auch auf 360 gespielt, weil eine One hatte ich einfach noch nicht. Ja. Und dann wäre ich mal gespannt, wie weit wir da. Anfang kenne ich noch. Also den kenne ich noch gut. Aber ich bin jetzt nochmal die Cutscene nicht mehr aufzuquetschen. Ach ja, ich habe meine Dings wieder gefunden. Moment. Ich habe nämlich mal die Fanmail gefunden. Ich hatte nämlich im Hintergrund das Rechnergeräusch und das kann man ja runterfahren. Dementsprechend ist es dann ein bisschen mehr Ruhe im Puff, weißt du? Dementsprechend. So. Ja, das ist dann, ehrlich gesagt, noch ein bisschen was besser, würde ich sagen. Okay, das Grobe haben wir durch. Dann können wir mal das Spiel starten. Boah, ist jetzt schon so grisselig, ne? So geht die Legende. Ach, Dad, du glaubst doch nicht, dass die Geschichten real sind. Ja, das mach ich. Los, gehen wir zurück zum Haus. Gehen wir. Na los, Tempo. Ach, hier haben wir auch das Problem mit der Steuerung.
Farbblendfilter brauche ich jetzt nicht, weil Rot-Grün wird nicht unterstützt. Okay, dann können wir ja los. Man muss sich als Spieler einen Ticken höher drehen? Ich habe so das Gefühl. Ich habe so das Gefühl, das Spiel muss noch einen Ticken lauter. Ja, ich brauche ihn ja schon. Das blöde Mikro nervt manchmal auch. Ja, dabei, nicht so hektisch hier. Naja, mein Ton auf dem Headset ist ein bisschen leise. Ich krieg's nicht lauter. Na, ja, das passt schon. Heute bin ich noch nicht so bescheuert und sitze bis St. Nimmerleins Tag hier. Einmal rum hier. Ja, ja, ich komme ja. Oha. Ja, ich bin schon dran. Bin schon dran. Komm schon, ja, passt. Ist das so leise oder denke ich das nur? Moment mal. Lautstärke 100? Also bei ganz im Ernst, das ist doch zu leise, oder? Ist doch nicht zu leise, oder? Also schon eher was. Das ist doch zu leise. Okay, jetzt passt. Ja, so ist aber besser. Immer im Ernst, sonst hört man ja gar nichts. Spiel ist irgendwie deutlich leiser als das andere. Deutlich leiser. Deutlich leiser. Definitiv. Muss man sagen, das ist deutlich leiser. Odins Zielerfassung ist aktiv. Geschätzte Verluste.
Millionen. Sie laden weitere Ziele für Ladung 2, 3 und 4 hoch. Houston, was können wir tun? Odin Kontrolle. Wir haben keine Wahl. Wir lassen die Station abstürzen. Ja, definitiv. Tut mir leid, Mosley. Muss man sagen, das ist schon schwierig. Ah, richtig Action hier. Eieiei. Nicht gut. Nicht sehr gut. Gar nicht gut. Ich versuch's. Komm schon hinterher. Atlas, wie viele Grad sind zur Destabilisierung nötig? 23 Grad, Akku der Steuerbord. Fernlenksysteme antworten nicht. 23 Grad. Wir versenken dieses Ding im Ozean. Ja, Spannung steigt. Ich kann nicht schneller. Ein riesen Feuerball. Ein riesen Feuerball. Wir müssen hier dringend weg. Ich kann... Eieieiei. Eng, sag ich nur. Und das war voll daneben. Ich sollte dem Skript folgen, sonst wird das heute nichts. Ja, definitiv. Wo ist er denn? Ach, da. Dem Skript folgen, dann klappt das so. Was eine Action. Nach oben, wir müssen weiter nach oben. Lauf weiter. Eieieiei. Oha. Was eine Action. Atemberaubend.
Das ist die Szene, die sie aus Black Ops geklaut haben. Wohl da oben der Heli kommt etc. Genau das ist die geklaute Szene bei Ghost direkt am Anfang. Genau das war's. Ich glaube, das war die Szene, die sie geklaut haben. Nur die Modelle ausgetauscht. So war das bei Ghost, glaube ich. Ja, genau die Szene war es. Stimmt. Black Ops 2. Zur Macht begann bereits vor Jahren, als die großen energieerzeugenden Wüsten zerstört wurden. Heute gibt es lecker Apfelschorle. Lecker Apfelschorle. Ja, das Moment geht schon wieder los, ey. Halt schon. Amerika unter einer Flagge vereinigt und bei ihrem Vormarsch nach Norden alles in ihrem Weg verschlungen. Als sie Odin gegen uns richteten, stand die Föderation direkt vor Amerikas Haustür, bereit für den Todesstoß. Ja, das ist fantastisch, oder? Der Todesstoß, der Gurkenverkäufer. Ja, so geht's aber. So geht es aber auf jeden Fall. Jenseits der Krater des Niemandslands führen wir einen defensiven Krieg gegen einen überlegenen Feind. Ein bisschen Apfelschölchen noch. So. Jetzt haben wir eigentlich erstmal unser Einführungsgespräch bzw. unsere Einführung des Spiels. Sprich, hier ducken, laufen, anvisieren etc. Und so weiter. Dementsprechend. Na, da haben wir es wieder. Da siehst du wieder. Hüp, 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 hüp. Oh, Vögel. Ja, der Hund weiß, wo es lang geht. Das passt dann schon. Ein Reh. Okay. Ein Reh. Auch in Ordnung. Ah, rutschen. Ja, okay. Musst du die mal wegjagen, Mensch? Ja, da wurden noch früher die Details hier, sowas hier. Viel Gas und viele kleine Details, ganz wichtig, sowas. Upsi. Hallo? Diese unsichtbaren Wände sind ja gar nicht nervig, ne?
Ja, das, Sache, das sagen sie in Geistersehern auch immer. Ja, diese Dreckshöhle ist mir doch jetzt voll in die Waffe gesprungen. Oh, Leute, ehrlich, ey, hätte schon wieder so losgehen, da habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Da habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Sowieso so eine Kackschießbude, ey. Ach ja. Vorschläge in die Kommentare, ne? Vorschläge, was Xbox 360 Spiele etc. angeht. Mein Gott, jetzt hat der automatisch dahin visiert. Vorschläge, was sowas angeht, also andere Spiele angeht etc. Einfach in die Kommentare schreiben. Ich weiß ganz genau, es kommen keine, aber. Das ist ja eh nix. Jupp, der ist weg. Das ist doch fantastisch. Tja, dann gehen wir halt dahin. Was soll's? Der Hund jedes Mal. Ich muss hier mit den Säulen vor allen Dingen aufpassen, weil ich glaube, wenn du die triffst, dann geht er doch ganz schnell hoch. Ja, nein, ich bin glaube ich auch noch dran. Ach, Leute. Oder stolz sich aber ein bisschen ranzig hier. Upsi. So. Klar, wir sind unterwegs, was sonst. Ach ja, das ist auch so eine blöde Stelle in diesem Kackspiel. Ach nee. Da war ja auch gleich die Kacksdinger für. Irgendwie so war das. Was? Kann ich jetzt hier laufen oder nicht? Und immer diese dramaturgische Musik, wo ich mir denke, warum? Verbündete beim blauen Rauch, da muss ich erstmal so weit. Komm, du Arschgesicht, ey. Hennig, ey. Der. Komm, reagiert die immer wieder überhaupt nicht auf irgendwas hier? Oder? Verbündete beim blauen Rauch, ja, muss man ja erstmal hinkommen. Ich sag, deswegen brauchen wir den hier. Ja, dafür musst du jetzt erstmal kommen. Muss ich erstmal bis zu einem gewissen Punkt laufen, dann taucht der Vogel auch auf. Ja, wie gesagt, jetzt taucht er nämlich nicht auf. Ja, jetzt hat er das Gebet. Das hätten wir. Willst du mich verarschen? Was war das denn jetzt? Ist der hier gelandet oder was?
Ist er hier eingeschlagen? Das ist mir auch noch. Das war ganz im Ernst, das ist mir noch nie passiert. Diesmal hat es besser geklappt. Los ans Steuer! Roger, übernehme den Transport. Logan, du überwachst von hinten. Klar, warum nicht? Boah, ich erinnere mich gar nicht an das Gerüst, dann doch so spartanisch war gegenüber Advanced Warfare. Da funktionierte das Gameplay technisch irgendwie deutlich besser. Und ich ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht ist. Würde ich sagen, da bin ich ein bisschen überrascht. Dass das Gameplay technisch dann doch so ein bisschen Huddelwuddel war. Dann doch ein bisschen, muss ich sagen. Sind verwirrend. Ich erinnere mich noch dran, wie sie bei Call of Duty, bevor das rauskam, dann einen riesen Aufstand gemacht haben wegen dem Hund. Dass der Hund so viel kann und hier und da und überall. Und dass das dabei rumgekommen ist, das war auch so schade. Da haben die auch so einen Aufriss gemacht und letztendlich war das so schade drum. Weil da nichts an. Jetzt lässt mich hier nicht durch. Dass da so wenig warum gekommen ist. Das ist echt ein bisschen schade. Ich habe von dem Angriff gehört. Seid ihr okay? Sicher doch. Begleitet mich. Das finde ich echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Dass halt so wenig warum gekommen ist. Hingerichtet. Ich weiß. Sie haben es vor allem auf Plünderer abgesehen, um in die Stadt zu gelangen. So haben sie Dallas praktisch über Nacht eingenommen. Wie können wir helfen? Da ist ein Zentralraum und da steht einfach mal ein Ofen. Hört sich also? Außer euch habe ich nichts mehr auf dieser Welt. Dad, hört zu. Und auch nur euch kann ich vertrauen. Was ist los, Dad? Was immer es ist. Logan und ich, wir sind bereit. Ihr zwei geht ins Niemandsland. Moment. Echt jetzt? Wir waren lange genug in der Defensive. Ich schicke euch Jungs hinter die Mauer. Ihr tut euch mit dem Aufklärungsteam zusammen. Sammelt Infos über den Feind und bringt euren Arsch zurück. Wo genau im Niemandsland geht's denn hin? An einen Ort, den ihr besser kennt als sonst jemand. Ihr geht nach Hause. Niemandsland. Ein Streifen der Zerstörung zwischen L.A. und San Diego. Erschaffen, als Odin gegen uns eingesetzt wurde. Die Strände und Surfplätze meiner Kindheit liegen heute vermint und verlassen da. Dad sagte, dass nur wenige in Niemandsland operieren. Zu gefährlich. Zu unvorhersehbar. Oh. Wenn er uns rausschickte, musste es ihm wichtig sein. Trotzdem glaubte ich, dass es einer seiner Tests war. Eine Lektion, die er uns erteilen wollte. Wie gesagt, also Spielvorschläge etc. immer in die Kommentare, falls es irgendwen gibt, der sagt, ach, ein 360-Spiel. Oder irgendwas anderes, hätte ich gesagt, scheißegal. Kontakt. Feindliche Patrouille nähert sich vom Westen. Nicht angreifen. Sie sollen näher kommen. Bereit machen. Falls einem irgendwas einfällt.
Daten und verschwindet sofort wieder. Verstanden. Sicher. Schubst du mich gleich in die Klippe runter, oder was? Vorsichtig. Vorsichtig. Okay. Die hat zwar hinter sich. Nein, das schnappt er sich jetzt. In Ordnung, Logan. Lass Riley die Häuser durchsuchen. Wir wollen keine Nachzügler. Okay, dann müssen wir gucken, wie wir das passend machen. Warte, ein Scharfschütze auf dem Balkon. Der gehört mir. Gut. Lauf nicht weg, komm her. Alles sicher. Gut gemacht, Riley. Sehr gut. Guter Hund, guter Hund. Drin sind noch welche. Ich dachte, die werden jetzt weggeräumt. Riley, so. Lass den Hund mal machen. Der macht das schon. Geh nach, ich bin doch immer vor dir, du Affe. In die Fresse, du Arsch. War das schon wieder ein Stück Englisch? Das mit der Synchronisierung, da haben sie es auch nicht so, ne? Echt, mit dem Synchronisieren haben sie es wirklich nicht so richtig. Das ist der richtige Ort. Stalker 6, wir haben hier was. Sieht aus, als würden sie sich durch die Trümmer graben. Gib mir jemand Deckung, soll das heißen. Was denn für Trümmer? Stoßen auf Widerstand, aber wir schlagen uns durch. Nein, nicht so anstatt, wir kriegen das schon hin. Es geht so auch. Man kann das auch ein bisschen härter durchziehen. Man muss hier nicht Stealth nochmal durchziehen. Muss man nicht. Junge, sagt er so ewig, alles eine halbe Stunde dauert hier.
Upsi, das war ich mal nicht. Scheiß Knaller leer. Ich hab doch hier eine Dingens gesehen. Jawohl. Kann doch hier nicht eine Stunde durch die Gegend, wenn ich es in 10 Minuten erledigt haben kann. Jetzt haben wir das Thema. Lassen wir mal entziehen hier, sonst ist hier zu viel Stress. Na, ja, wenn die rauskommen, das sind zu viele. Das wird nichts. Da muss ich da gucken, das sind zu viele Leute. Das ist eine Patrouille, das haben wir gesagt, das sind zu viele Leute. Das wird sich dann grundlos hinziehen. Jackpot. Stalker haben ein riesiges feindliches Lager genau vor uns. Sehen uns das mal an. Mit Riley synchronisieren. Ja, machen wir. Ich drücke aber. Ja, ich drücke den Knopf. Funktioniert nicht. Ja, es. Oh, das ist schlecht. Ja, ich. X gedrückt halten zum Synchronisieren. Und mit Wally zu synchronisieren, X drücken. Habe X gedrückt, habe X gedrückt gehalten. Etc. hier, etc. Nichts. Wirklich nichts, 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 nichts. Hat vorne natürlich nicht funktioniert. Stalker hat ein riesiges feindliches Lager genau vor uns. Sehen uns das mal an. Mit Riley synchronisieren. Ja, hier, ich drücke X. Ja, habe ich ja vor, aber macht er nicht. Hier, drücken Sie X zum Synchronisieren. Geht nicht, es funktioniert nicht. Ach, ich muss nah zu ihm hin, damit das funktioniert. Interessant, weil das irgendwie auf 1 Meter Entfernung nicht mehr funktioniert, weil wegen der Sicherheit, oder? Hohe Feindaktivität hier, ganz langsam und vorsichtig. Sieh dich um, ob du irgendwas finden kannst. Nicht vergessen, langsam und vorsichtig. Riley im Gras verstecken. Ich drücke LB. LB zum Angreifen. Ach, ich habe da ja auch in dem Spiel auch wieder keine Updates drauf. Stimmt. Ich hätte erstmal die Titel-Updates runterladen sollen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen. Mal sehen, was hier vor sich geht. Erklärt auch so einiges. Mal wieder. Aber keiner, der guckt, oder?
Na, nee, das riskieren wir mal nicht. Da riskieren wir mir jetzt lieber nichts. Aber den hier, den können wir uns mitnehmen. Komm von außen, dann gehen wir von innen rein. Kurz warten. Ja, das machen wir schon. Das schaffen wir jetzt auch noch hier in die Nummer. Die Nummer schaffen wir auch noch. Ohne aufzufliegen wäre natürlich gut. Wäre natürlich auch gut, wenn wir das noch schaffen. Irgendwas ist. So, klappt doch. Riley, lauf! Riley, nicht so schnell, bitte jetzt. Gute Scheiße, Wölfe! Drecksviecher. Ich drück doch X, Mensch! Mistviecher. Dreckige. Dreckige Mistviecher. Verloren aus sind wir nicht. Wir haben unser Ziel gefunden. Captain Merrick? Walker? Ich glaube, du hast was für mich. Die Föderation hat einen Kerl zur Feuerbasis Charlie gebracht. Wird er vermisst? Ja. Yeah. Ajax. Okay, wir haben nicht viel Zeit. Ihr könnt mit uns kommen. Macht aber, was ich sage und wenn ich es sage. Verstanden? Ja, Sir. Ja, sieht schon besser aus. Okay, hier machen wir eine kurze Pause. Ich muss ganz dringend pipi. Oh, aber richtig, ohne Witz jetzt.